Ja, liebe Leute, hier bin ich schon wieder. warte, ich guck, wie viel Grad wir haben. Heute ist kalt, richtig kalt. 19 Grad. Heidewitzka, 19 Grad. Ja, wie kann das sein? Ach so, wir haben ja Winter. Okay. Ja, ich bin ein bisschen übermütig, weil ich habe eine sehr gute Nachricht bekommen. Die muss ich euch mitteilen. Ja, woher stammt diese Nachricht? Sagen wir mal von den Illuminaten oder Freimaurern. Irgendwie ist das da durchgesickert zu meinen Öhrchen, ja. Leute, es ist nicht zu lachen. Nein. Ich weiß es auch noch von anderer Seite. Ihr wisst ja, Polizisten sind geimpft, Soldaten sind geimpft. Aber die haben ja nur Placebo bekommen. Leute, die sind doch nicht blöd und bringen ihre Soldaten um und ihre Polizisten. Die bringen euch zum Schweigen und sonst nichts. So, Leute, diese Meldung, die haut euch von den Socken. Ich sage es euch, die haut euch um. Ich kann jetzt nicht näher darauf eingehen, weil ich meine Quelle ja nicht verraten darf. Ja? Sonst würde ich euch noch mehr Infos darüber geben, kann ich aber nicht. Ich muss da sehr vorsichtig sein mit dem, was ich jetzt sage. Es wird einen Virus X geben, einen Virus X. Virus X, ja? Wie Xaver, X. Und der Virus wird in Brasilien ausbrechen, in Brasilien. Wo die schönen Frauen tanzen am Strand, ja, mit den schönen Popos. Ja, das fällt auch einem Mann in meinem Alter auf. Ja, geh doch mal nach Brasilien und guck, was da rumläuft. Ja, lauter schöne Figuren. In der Copacabana oder wie heißt das Ding? Ja, Leute, ich sag euch jetzt Folgendes. Virus X wird ausbrechen und sich über die ganze Welt verbreiten. Über die ganze Welt verbreiten. Und zwar ist es eine Zombie-Infektion. Zombie. Die Leute werden zu Zombies. Das ist eine Waffe, kann man sagen, ja. Die brauchen keine Pistolen, keine Gewehre, keine Bomben. Die Zombies bringen alles um. Betroffen sind die Gepiksten, ne? Die sind betroffen. Die anderen betrifft das nicht. Die Zombies sind betroffen und ja, die Zombies sind betroffen durch die Pieksung, ja? Und dadurch mutieren die. Die mutieren richtig zu Zombies. Ja, eine Freundin hatte mir mal geschrieben, wie das aussieht. Das ist schrecklich, ja. Das ist furchtbar. Ich sage ja, und was machen die Zombies? Stecken die einem an? Ja, sagt sie, aber eigentlich nur die Gepiksten, ne? Und außerdem werden die Menschen essen. Menschen. Ich weiß nicht, ob das schmeckt, aber ein Mensch schmeckt, ja, weiß ich nicht. Warum werden die Menschen essen? Weiß ich nicht. Ja, hört sich an wie eine Fantasiegeschichte. Ich sag, wann ist es denn? Ja, sie sagt bald, die mir die Information gegeben hat. Aber das ist keine, die sich was zurechtspinnt. Und ich sag, ist das auch in der Türkei? Ja, auch in der Türkei. Weltweit. Wann geht das los? In wenigen Wochen. In wenigen Wochen geht das los, aber in Brasilien. Bis es dann wieder hier ist, dauert das. Wie kann man sich davor schützen? Das ist eine sehr gute Frage. Da muss ich mal nachfassen, wie man sich davor schützen kann. Ja, da muss ich mal nachhören. Also ich bin nicht geimpft. Aber es ist ja nicht schön, wenn um dich herum dann lauter Zombies rumhüpfen. Das ist kein schönes Leben mehr, ne?
Ja, wo kann man da hingehen? Ich weiß es nicht. Wo kann man sich da verstecken? Wie kann man sich davor schützen auch? Ja? Wir haben ja jetzt schon Zombies unterwegs, ja? Die mit den Messern rumfuchteln. Ne? Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Ich weiß es nicht, Leute. Hier fährt ein Lastwagen. Das ist gut organisiert. Wenn das so eine, ja, hört ihr, wenn das so eine enge Straße ist, dann haben die, hat jeder Lastwagen einen Lautsprecher drin und warnt die anderen. Achtung, ich komme. So an engen Stellen oder Kurven. Ist gut gemacht. Gut organisiert. Also, Virus X. Ich weiß nicht, wo man das nachlesen kann. Ich habe es gerade in der Minute erfahren, Leute. Und ich denke, ich muss euch das weitergeben, damit ihr euch irgendwie darauf ein bisschen vorbereiten könnt. Ich weiß, ich aus meiner Sicht halte die Türkei immer noch als sichersten Ort. Das ist bei meinen ganzen Besuchen rausgekommen. Ich weiß nicht, wie viel Mal ich hier war, glaube 30 Mal in 70 oder 80 Städten. Ich habe noch nie was Schlechtes erlebt. Also deshalb meine ich, du kannst hier sogar nachts im Park sitzen und Frauen können leicht bekleidet abends im Park sitzen. 20, 22 Uhr. Da ist noch nie was gewesen. Noch niemals hat jemand irgendetwas einer Frau getan. Gibt es nicht. Oder auch einem Hund. Oh, da muss ich euch kurz erzählen. Die Türken haben ja eine sehr große Affination zu Tieren. Also Hunde laufen frei, Katzen laufen frei. Ja? Die werden alle gefüttert, werden alle immer gestreichelt. Immer. Von kleinen Kindern, die größten Hunde werden gestreichelt. Sie lieben die Tiere. Ja? Wobei Türkei schon beabsichtigt hat, die alle umzubringen. Aber das kriegen sie nicht durch. Also, ich bin zum Einkaufen gegangen. Es war, ich weiß nicht, vielleicht 22 Uhr. Sie haben die Läden auf, sonntags, immer bis 22 Uhr sowieso. Und dann komme ich an einem Lebensmittelgeschäft vorbei. Da wollte ich nicht rein, weil das gefällt mir nicht. Ich bin zum anderen, wollte zum anderen Geschäft gehen. Und dann war da eine Katze auf der Treppe gesessen. Und dann kam ein Mann raus, ein Kunde. Und er hat sich dann zu der Katze runtergebeugt. Und nun mal sehe ich, wie er die Katze schlägt. Ein Mann schlägt eine Katze. Das habe ich in all den Jahren, in all meinen Besuchen, in allen Städten noch niemals gesehen, dass jemand ein Tier schlägt. Noch nie. Ich bin dann rübergegangen, habe ich gesagt, was soll das? Lass mal die Katze in Ruhe, Freund. Ich spreche ja Deutsch, der hat mich gar nicht verstanden. Aber meine Haltung hat er entnommen, dass ich es ernst meine, ja? Lass die Katze in Ruhe. Lass die Katze in Ruhe. Ja, ich kann auch sanft sein, ja? Aber er hat mir dann seine Hand gezeigt. Und da hat er eine Kratzspur drauf gehabt. Ja, die Katze hat ihn. Als er da rauskam, ist die erschrocken und hat mit der Pfote so gemacht und hat ihn dann an der Hand ein bisschen gestriffen. Und dann hat er, ja, da hat er das ein bisschen dramatisiert und dachte, die Katze will ihn angreifen. Keine Katze greift einen Menschen an, überhaupt gibt's gar nicht. Die setzen sich nur zur Wehr. Und die hat ja nicht viel gemacht, nur mit der Pfote. Und deshalb hat er, wollte er sie belehren, das darf man nicht, oder so in etwa, hat er mir verständlich gemacht. Ne? Hat mir dann die Hand gegeben, hat sich entschuldigt. Ich sage, okay, hau ab. Ich setze mich immer für Tiere ein, immer. Es gibt's nicht, dass ein Tier geschlagen wird, das gibt's nicht. Okay. Ja, jetzt habe ich euch aus meinem Leben erzählt. Da ist gar nicht mein Herz, das ist hier. Ich dachte schon, das verrutscht. Ne? Leute, ich habe schon wieder 10 Minuten gequasselt. Ne? Muss jetzt wieder Schluss machen, bringt alles nichts.
Ja, geht mal auf meine E-Mail, scheffler.folger3@gmail.com ist am besten. scheffler.folger3@gmail.com. Schreibt mir eine Nachricht. Wenn ihr nicht wollt, lasst es. Tut mir leid um euch. Die Zombie-Virus X kommt weltweit. Ja, hochinteressant, hochinteressant. Ich sage, haben das nicht die Ärzte schon im Plan? Müssen ja Notfallkonzepte entwickelt werden und Kliniken vorbereitet werden. Nee, das bringt alles nichts. Das hat gar keinen Sinn. Gegen Zombie kommt keiner an. Ne? Okay, alles Gute, ciao.